you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Neue Woche, neuer Vlog. Ich habe heute ein Buch beendet. Ich habe gestern ein Buch angefangen. In den anderen Büchern, die ich sonst noch angefangen habe, habe ich nicht weitergelesen. Vollständigkeitshalber sollte ich sie vielleicht zeigen für die Leute, die beim letzten Vlog nicht dabei waren. Im Moment lese ich 4 Bücher und wie gesagt, 1 habe ich beendet. Falls ihr den letzten Vlog nicht gesehen habt, könnt ihr das gerne hier nachholen. Ich habe den Vlog nicht mit in die Subabbau-Challenge Playlist mit reingetan, weil ich nicht wirklich viel gelesen habe. Erstens und zweitens der Vlog mehr über so ein paar andere Dinge ging. Ich hoffe, bis jetzt ist es so ein bisschen besser geklärt. Ich habe mir meinen 2-Kanal erstellt, über den ich das letzte Mal philosophiert habe, ob ich das eventuell mache oder nicht. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob ich erstens konstant dort poste, wie konstant ich poste. Falls ihr so ein bisschen was Coworking, Bodyread, irgendwas mäßiges haben wollt, könnt ihr gerne auf meinen 2-Kanal gehen. Den werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich setze mich nämlich gleich daran, das Saru-Video weiterzuschneiden. Was habe ich denn jetzt gelesen, beziehungsweise was lese ich? Was habe ich beendet? Einmal, ich habe schon letzte Woche im Vlog erwähnt, ich habe 2 Bücher bekommen. Eins davon war Tokyo Revengers 13 und dass ich das heute mitgenommen habe. Ich habe das komplett durchgelesen, wie soll es anders sein? Und ich bereue es, weil jetzt muss ich bis Mai warten und das Buch hatte mega Cliffhanger und das Buch war einfach gemein. Dann ist mir auch aufgefallen, was ich am Ende des Vlogs eigentlich sagen wollte, bevor mir eingefallen ist, dass, also in dem Moment, wo mir eingefallen ist, dass ich ja neue Bücher habe, wollte ich euch mein Goodreads-Goal zeigen, was ich ja eigentlich immer am Ende des Vlogs machen wollte und nie mache, weil es mich interessiert hatte, ob ich denn immer noch im Schedule drin bin oder nicht, weil ich ja so wenig gelesen habe letzte Woche. Ich bin noch 3 Bücher drüber, also alles gut. Gestern Abend habe ich dann endlich mein Zimmer aufgeräumt. Das ist jetzt clean, also ist nicht clean clean, aber es ist cleaner als vorher. Währenddessen habe ich ein neues Buch angefangen. Ich dachte mir so, scheiß drauf, ich wollte ein neues Buch anfangen. Ich möchte endlich mein Zimmer machen. Dementsprechend habe ich mir ein neues Hörbuch geschnappt. Wusste nicht, was ich anfangen sollte. Ich konnte mich nicht entscheiden, also habe ich etwas genommen, was ich unbedingt diesen Monat lesen wollte und einfach vor mich hingeschoben habe, und zwar Emma. Ich habe es endlich angefangen. Ich bin auf Seite 67. Da wollte ich auf jeden Fall heute auch noch drin weiterhören. Mal schauen. Ich denke nicht, dass ich es durchhören werde heute, aber dass ich vielleicht morgen damit durchkomme. Ich weiß nicht, ob viel ansteht. Ich würde vielleicht schon mal mein Journaling machen, weil ich müsste mich, wenn ich mein Monthly Reset jetzt mache, diese Woche auch fertig machen. Deswegen, ich muss mal gucken. Ich muss mein Journaling noch machen und dann müsste ich irgendwie gucken mit Skincare und das wollte ich sowieso machen. Also kann ich es auch aufnehmen und mein Monthly Reset machen. Das ist, glaube ich, nicht das Ding. Und vielleicht setze ich mich dann einfach heute Abend, weil ich muss sowieso planen, damit ich am Freitag aufnehmen kann. Mache ich dann mein Journaling und dann höre ich das wahrscheinlich weiter. Dann habe ich angefangen. The Problem with Dating. Daran sitze ich jetzt auch schon ein bisschen länger. Und da bin ich auf Seite 72. Kam ich noch nicht dazu, darum weiterzulesen. Kann ich mir vorstellen, eventuell morgen mitzunehmen. Je nachdem, in was für Mut ich bin, möchte ich was Englisches lesen, möchte ich was Deutsches lesen. Das ist das Buch, wo ich am weitesten drin bin, sage ich jetzt mal so, wo es für mich jetzt wichtig wäre. Deswegen würde ich schauen, ob ich eventuell noch mit dem Buch durchkomme. Vielleicht auch ein Bodyread-Video für meinen 2-Kanal aufnehmen würde. An der Stelle würde ich darin weiterlesen, weil ich hätte schon Lust weiterzulesen. Ich muss nur irgendwie gucken, dass ich halt öfters, wenn ich zu Hause bin, irgendwie runterkomme oder so. Angefangen, 101 Essays That Will Change the Way You Think. Da hatte ich mir eigentlich vorgenommen, ein Essay am Tag zu lesen. Habe ich nicht gemacht. Ich bin bei Essay 18, war das, ja. Aber wenn ich mehrere Essays am Stück lese, jetzt zum Beispiel hatte ich das letzte Mal 13 Essays gelesen, ist es wirklich sehr anstrengend, irgendwann nachzuvollziehen, worum es geht. Und ja, würde ich aber trotzdem gerne schauen, dass ich vielleicht ein bisschen weiterlese. Keine Ahnung. Aber das ist immer so ein Zwischendurchding. Und dann habe ich letzte Woche Montag angefangen und seitdem, glaube ich, auch nicht weitergelesen. Meadow Heights 3, da bin ich auf Seite 28. Weiß ich noch nicht, habe ich jetzt noch keine Motivation gefunden, weiterzulesen. Also es ist halt wirklich, wenn ich was Deutsches haben möchte, dann nehme ich mir einfach das. Ansonsten, was steht diese Woche an? Was habe ich vor? Heute war ich arbeiten. Morgen muss ich arbeiten und dann habe ich erstmal frei. Deswegen möchte ich diese beiden Tage auch ein bisschen nutzen, was Lockeres zu lesen, wie jetzt zum Beispiel Tokyo Revengers, dass ich wieder so ein bisschen in diesen Mut reinkomme. Muss mich aber in diesen beiden Tagen auch um das Tarot-Video kümmern. Deswegen, ich gehe einfach davon aus, dass ich mich statt heute hinzusetzen und noch irgendwie zu lesen, das Tarot-Video zum Großteil hoffentlich fertig schneide, damit ich morgen
spätestens fertig bin, weil so kann ich mich nämlich morgen Vormittag, bevor ich zur Arbeit muss, nochmal an ein Buch setzen oder an irgendwas anderes. Am Mittwoch treffe ich mich mit Sharon, aber wir wissen noch nicht genau wann. Keine Ahnung, was wir dann genau machen, worauf das hinausläuft, ob wir dann den ganzen Tag irgendwie doch noch was machen oder so, weil wir da jetzt nicht so wirklich viel geplant haben. Donnerstag habe ich nichts vor, außer eigentlich zum Sport zu gehen. Freitag wollte ich aufnehmen, also schon mal guten Teil, je nachdem, was ich geplant habe, was ich aufnehmen kann. Samstag habe ich nichts vor und Sonntag auch nicht. Ich würde gerne diese Woche noch ein bisschen was schaffen. Dann sehen wir uns am Mittwoch wieder und ich zeige euch jetzt erstmal die nächsten Tage, was ich so lese oder mache, wenn ich überhaupt was aufnehmen kann an der Stelle. Ansonsten gibt es direkt einen Schnitt zum Mittwoch, aber ich denke nicht. Hallo, da bin ich wieder, immer noch im selben Hoodie. Ich habe Bücher beendet. Ich habe ein Buch beendet. Ein Buch bekommen, endlich. Ich weiß noch nicht, was da drin ist. Ich weiß nur, dass es von Graf ist und ich noch auf vieles von Graf warte. Es läuft daraus hinaus, dass ich mir nachher noch die Haare färbe. Also werdet ihr mich im nächsten Schnitt sowieso mit einer anderen Haarfarbe sehen. Ich nehme das aber für das andere Video auf, weil am Mittwoch mein Monthly Reset kommt. Zum einen habe ich Emma heute früh beendet und ich fand das Buch wirklich richtig gut. Es hatte nicht so wirklich Frühlings-Vibes, wie ich mir erhofft habe. Ich mochte die Message dahinter mal wieder richtig gerne und wie feministisch Emma zu dem Zeitpunkt halt auch unterwegs gewesen war, also auf jeden Fall am Anfang und so. Bei dem Ende wurde ich langsam so ein bisschen ungeduldig und uninteressiert. Deswegen habe ich viel vom Ende nicht mehr so wirklich mitbekommen. Zum einen. Zum anderen wollte ich dann nämlich heute anfangen. Es wird Zeit. Ich werde mal schauen, ob ich es heute denn noch schaffe. Ich wollte eigentlich gucken, aber dadurch, dass ich sagen würde, ich mache heute Abend meine Haare, weiß ich noch nicht genau, komme ich dazu. Ich wollte gerne noch einen Stream schauen, der jetzt schon läuft und ich weiß nicht, wie lange der gehen wird. Und deswegen, ich muss einfach mal schauen, aber das ist das Nächste, was ich anfangen möchte. Ich möchte halt mich nämlich am Morgen daran setzen, irgendwas zu beenden. Ich muss jetzt Samstag doch nochmal arbeiten für ein paar Stunden. Ich versuche einfach in der Zeit, wo ich jetzt frei habe, gut was zu beenden. Aber dadurch, dass ich Freitag schon ein bisschen was aufnehmen wollte, muss ich mal gucken. Ich war jetzt schon am Überlegen, ob ich mich einfach hinsetze und schon mal ein Stückchen aufnehme. Aber ich glaube, ich kann so gesehen erstmal nichts wirklich aufnehmen, weil alles, was ich irgendwie geplant habe, noch entweder online kommen muss. Ich muss für mein Lesemonat bis zum 1. sowieso warten. Bei dem anderen Video weiß ich nicht, ob irgendwie noch was dazukommt. Und mein Monthly Reset bin ich ja schon am Aufnehmen. Ich habe hier einmal ein Paket von Graf. Es kommt so viel an, ich kann gar nicht wirklich einschätzen, was jetzt da drin ist. Es könnte das neue Buch von Tammy Fischer sein, auf das ich die ganze Zeit schon warte. Weil ich weiß, dass sie bei Graf war. Es könnte das neue Buch von Gabriela Santos de Lima sein, auf was ich auch schon sehnsüchtig warte. Ich glaube, sie war schon längst bei Graf gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Also ich würde von der Dicke her von dem Buch gehen, das ist das neue Buch von Tammy Fischer. Ich habe jetzt mit dem anderen Cover gerechnet, aber da war ja was mit dem Umschlag. Das hier ist das originale Cover und ich glaube, viele haben sich darüber aufgeregt. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Es wäre jetzt auch nicht das, was ich am ansprechendsten finde. Aber ich finde eine Illustration immer noch schöner als normale Menschen auf dem Cover. Aber ich glaube, von dem Vibe, das das Buch haben soll, ist das Cover eigentlich schon richtig gewählt. The Problem with Dating habe ich aber weitergelesen. Da will ich auf jeden Fall heute noch weiterlesen. Ich wollte eigentlich heute noch 50 Seiten schaffen. Ich wollte, dass ich bis Samstag eigentlich mit dem Buch durch bin. Ich bin jetzt auf Seite 124 und das Buch hat 355 Seiten. Ich habe heute, wir waren in Thalia, weil Sharon hat sich Manga abgeholt und wirklich, es war so schwierig. Es war so schlimm, in Thalia zu sein. Das war das erste Mal, dass ich wirklich da drin war und war, ich muss mir jetzt was kaufen, ich muss mir jetzt was kaufen, ich muss. Ich muss irgendwas finden, wo ich kein schlechtes Gewissen habe und es mir einfach kaufen. Es ist mir egal. Ich habe zwei schöne Bücher gesehen, aber ich hatte jetzt keine 34 Euro, um die dafür auszugeben. Wirklich, das war ja extrem schlimm. Ich bin ohne Buch da raus. Ich habe Dunbridge Academy von Sarah Sprintz, das habe ich aufgenommen, habe ich auf Englisch gefunden. Und da war ich kurz davor, das mitzunehmen. Obwohl es einfach total unnötig irgendwo ist. Aber es war auch irgendwie krass zu sehen, dass das Buch auf Englisch draußen ist. Wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Ich werde mal schauen, vielleicht setze ich mich die nächsten Tage nochmal hier hin und laber mit euch ein bisschen, falls irgendwas passiert oder so. Aber soweit habe ich jetzt erstmal nichts. Deswegen, ich peile mal Sonntag an, um wieder mit euch zu labern.
Es sei es passiert irgendwas. Mir ist nochmal was eingefallen. Mein erstes Video auf meinem Zweitkanal ist online gekommen, wenn ihr das hier seht. Ich mache das jetzt so, als wäre es so voll der Special-Kanal und voll so dieses Geheimnisvolle. Was kommt da jetzt? Es ist ein Coworking-Kanal. What the fuck? Aber ja, also falls ihr da irgendwie mehr Interesse daran habt, das erste Video sollte mittlerweile online sein. Wenn ihr den Vlog bis hierhin geguckt habt und ihr eventuell mehr von so Stuff sehen wollt, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr wenigstens nichts mehr. Und ihr könnt mir das auch zeigen, wenn ihr mir ein Like gebt. Und Feedback könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Einfach als kleine Erinnerung. In der Videobeschreibung sollte jetzt mittlerweile mein Zweitkanal auch verlinkt sein. Also falls ihr ein bisschen Coworking Motivation braucht, ein bisschen Werbung. Okay, gut. Jetzt bin ich aber raus. Bin ich wieder mit orangenen Haaren. Ja, ich muss mich noch darum kümmern. Eigentlich wollte ich das heute machen, war zu faul für. Ich weiß nicht, wie genau ich das jetzt geschnitten habe. Wahrscheinlich habt ihr mehr gesehen als das, was ich euch jetzt erzählen kann. Wir haben es Donnerstagabend. Ich bin gerade vom Sport wieder zurück. Ich habe neue Bücher. Das zum Thema. Oh mein Gott, ich wollte mir unbedingt Bücher kaufen. Die hier habe ich ausgetauscht. Ich habe Sharon ihre Mangas zurückgegeben und habe Band 11 bis 15 von Moriarty bekommen. Das werde ich nächste Woche, wenn ich arbeiten muss, lesen. Also das hebe ich mir noch auf. Dann war ich bei Hungdubel heute drin und ich wollte unbedingt ein Buch kaufen. Dann habe ich gesehen, ein anderes Buch ist rausgekommen. Und ich bin Verpackungsopfer und habe mir noch andere Sachen geholt. Und zwar, bei mir im Laden haben wir so neue Stifte reinbekommen. Bei Hungdubel habe ich jetzt andere gesehen, die wir nicht im Laden haben. Und zwar so welche. Da ist nur einmal so eine Biene. Nilpferd. Keine Ahnung, ich bin so ein Verpackungsopfer manchmal. Habe ich mir nochmal Highlighter mitgenommen, weil guck, wie süß die sind. Vielleicht habt ihr in den letzten 2 Wochen mitbekommen, dass eventuell eine EP rausgekommen ist von Tuddle. Und er hat bei Error 1 oder 2 Kafka-Lines reingepackt. Und ich habe nie ein Buch von Kafka gelesen, habe das auch nicht gecheckt, hätte er es nicht gesagt. Aber jetzt war ich so, boah, ich muss es lesen. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt mein Kaufverbot gebrochen habe. Weil guck, wie dünn das ist. Das ist diese Reklamaufgabe von Die Verwandlung. Und dann ist ein Manga rausgekommen, wo ich es mal wieder nicht gecheckt habe, dass er rausgekommen ist. Und zwar Sakamoto Days Band 9. Ja, ich habe es gesehen und habe es mitgenommen. Ich habe heute schon ein Buch beendet. Das habt ihr auf jeden Fall gesehen. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass ihr vielleicht noch gesehen habt, dass ich das ein oder andere Buch noch beendet habe, bevor wir zu dem kommen, was ich beendet habe. Ich habe in The Problem with Dating weitergelesen. Da will ich heute auch noch ein bisschen weiterlesen. Ich bin bis Seite 179 gekommen. Ich will bis mindestens Seite 200 kommen. Sollte kein Problem sein. Ich kam einfach nicht weiter, bevor ich losgehen musste. Da wurde die Zeit ein bisschen knapp. Stattdessen habe ich halt ein Buch beendet und während ich gerade unterwegs war, ein neues Buch angefangen. Ich möchte es gerne Samstag beenden, ansonsten spätestens Sonntag. Ich lieb's. Und Weird Flags hat Brittany den zweiten Teil angekündigt, beziehungsweise der war schon angekündigt, der kommt im Mai raus, aber das Cover revealed. Und ich habe das in meine Story gepostet und Brittany hat es repostet, okay? Ich habe einen kleinen Fangirl-Moment auch da gehabt, ganz kurz. The Problem with Dating ist, glaube ich, bisher mein Lieblings-Brittany-T-Sherry-Buch. Es übertrifft Landon und Shay so krass. Ich bin so viel am Lachen. Ich liebe es, so die Thematiken, die angesprochen werden, die Chemie zwischen den Charakteren. Ich liebe es so, so sehr. Ich habe richtig Angst, was noch abgehen wird. Weil ich glaube, es wird mich brechen. Das ist so der Stand der Dinge. Deswegen lese ich auch extrem gerne gerade. Also ich musste einfach nur ein bisschen reinkommen. In 101 Essays, Devil Shaved the Way You Think, habe ich natürlich nicht weitergelesen. Dann weiß ich auch nicht, ob ich dann noch diesen Monat dazu komme. Und dann habe ich auf dem Weg das Hörbuch zu Gordon Bay angefangen. Ich war so lange überlegen, was ich jetzt nehme, weil ich ja eigentlich zum Beispiel Zeilenflüstern oder Pretty Scandalous oder so nehmen wollte. Und weil ich mich wieder nicht entscheiden konnte, dachte ich mir, scheiß drauf, ich nehme einfach was komplett anderes. Deswegen bin ich jetzt bei Gordon Bay auf Seite 120, also ich bin ein gutes Stück drin. Dann wollte ich gucken, dass ich vielleicht heute noch ein bisschen weiterkomme. Gefällt mir auf jeden Fall bis jetzt ganz gut. Ich habe noch nichts gefunden, was mich stutzig macht oder was ich nicht so mag. Aber ich habe das Gefühl, ich bin noch recht am Anfang von der Story. Einfach weil wahrscheinlich, weil es die Anfang der Story ist, erstens und zweitens, weil es dreiteilig ist. Deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt, was so weiter passiert. Was ich beendet habe, war Infinity Falling, der 2. Band. Ich habe ihn heute früh angefangen, habe ihn heute Mittag beendet. Das Ding ist, dass er mir nicht so gut gefallen hat. Also das Ende
hat noch einiges rausgeholt, aber irgendwie hatte ich das Gefühl am Anfang, ich weiß nicht, ob das so war, dass ich so wenig aufgenommen habe oder so, oder ob es wirklich so war. Ich hatte sehr viel das Gefühl, dass es so teilweise springt und so wirklich so ein richtiges Hin und Her war, aber kein spannendes Hin und Her. Also von dem Aufbau des Buches ziemlich nervig, bis wirklich irgendwie das Buch mich fesseln konnte und dass ich es wirklich interessant fand. Was ich sehr schade finde, ich war wirklich sehr gespannt drauf. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen was anderes erwartet. Aber ich fand das Buch nicht so gut. Aber wie gesagt, das Ende hat noch ein bisschen rausgeholt, deswegen habe ich das Buch doch mit 4 von 5 Sternen bewertet. Aber vorher war es so bei 3. Morgen früh würde ich gerne Gone Bay spätestens beenden. Ich denke aber, dass ich heute noch ein bisschen Journaling mache und so, weil ich in meinem Bookjournal ein bisschen nachtragen wollte. Ansonsten, wenn ich Gone Bay fertig habe, würde ich direkt mit einem neuen Buch anfangen. Ich weiß jetzt nur noch nicht genau, was es sein wird, weil ich wollte gucken, dass ich noch ein paar kürzere Bücher nehme. Ich habe ja auch gesagt, ich möchte die Neuerscheinung, die ich habe, abbauen. Und mir fehlt gar nicht mehr so viel. Ich glaube, ich habe dann nur noch ein Buch vom Februar, was ich abbauen kann an der Stelle. Wir sehen uns die Tage wieder. Ich werde mal schauen, wie ich das geschnitten habe. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es nochmal großen Update gibt, es sei denn, es passiert was. Da bin ich wieder, schneller als erwartet, weil wir haben Samstag, 11.26 Uhr. Ich habe 2 Pakete bekommen, es wären eigentlich 3 gewesen. Ich hätte es nicht gewusst, dass es eigentlich 3 gewesen wären, hätte der Postbote mir das nicht gesagt. Das letzte Paket kommt aber dann die nächsten Tage an. Also ich denke, das sind meine restlichen Vorbestellungen von Graf. Also sie sind auf jeden Fall von Graf und mir fehlen nur noch 3 Bücher von diesem Monat. Dementsprechend gehe ich einfach mal davon aus, dass es das ist. Das eine ist eine Trilogie. Dementsprechend glaube ich, also bei meinem Glück ist genau der zweite Teil der Trilogie hier drin. Aber es ist egal, weil ich habe sowieso gerade was anderes vorzulesen. Und zwar habe ich in der Zwischenzeit 4 Bücher beendet. Ich habe einmal Gone Bay beendet. Das ist aber hinten schon im Regal drin, deswegen habe ich das jetzt nicht. Es war halt der Auftakt, deswegen, ich fand es sehr, wie soll ich sagen, ich mochte die Atmosphäre von dem Buch, so das Setting und alles. Aber ich kam nicht so gut mit der Hauptprotagonistin klar. Ich hatte irgendwie das Gefühl, sie dreht sich die ganze Zeit im Kreis und irgendwie hat mich das mehr aufgeregt. Vor allem zum Ende hin hatte ich dann das Gefühl, es ist nicht wirklich was passiert, also so an Fortschritt, sondern es ist halt wirklich sich mehr im Kreis drehen und irgendwie konnte ich damit nicht so wirklich viel anfangen. Bin trotzdem gespannt auf den zweiten Teil. Das wird ja dann aus Hodens Sicht sein. Ich fand es gut geschrieben und ich glaube, dass die Main-Idee dahinter eigentlich ziemlich gut sein kann. Ich habe jetzt noch keine wirkliche Ahnung, in was für eine Richtung das gehen sollte. Ich bin auf jeden Fall interessiert daran weiterzulesen, aber ja, ich weiß gar nicht, wann der zweite Teil jetzt rauskommt. Ich glaube, der kommt auch schon demnächst. Dann habe ich mich gestern Abend dran gesetzt und einfach direkt durch Azurblau von Carina Schnell. Dementsprechend habe ich alle 9 Bücher, die ich im Februar bekommen habe, die ich schon lesen konnte, durch. Es war ein Fastburn, mit dem ich nicht gerechnet habe und ich habe meistens das Problem, und das war hier genauso der Fall, wenn es so ein Fastburn ist und vor allem, wenn halt nur so angeeckt wird, ein paar Monate vergehen, aber nicht wie sie vergehen und dass die halt sich in der Zeit kennenlernen, ist es für mich schwierig, die Chemie zwischen den beiden Charakteren zu greifen. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar für den einen oder anderen ist. Ich hatte damit ein paar Probleme. Also am Anfang hat sich das sehr vielversprechend angehört. Ich fand die Story an sich auch nicht schlecht. Ich fand es gut geschrieben. Aber das ist so quasi meine zweite Chance für die Autorin. Ich habe ihre andere Reihe, diese Sommer in Kanada-Reihe gelesen. Da muss ich sagen, dass ich das besser fand als Azurblau.
im direkten Vergleich. Einzeln betrachtet fand ich das nicht schlecht. Ich habe das, glaube ich, auch mit 4 von 5 Sternen bewertet. Aber ich hatte halt Probleme, ein bisschen damit zurechtzukommen, weil das halt so ein Fastburn war. Und dann habe ich halt eben so nicht so wirklich dieses Feeling von den Charakteren gecatcht. Das war wirklich das eigentlich größte Problem. Sonst diese Thematik, so dass sie Köchin ist und wie sie dort in dieser in diesem Restaurant behandelt wird und so, fand ich sehr interessant zu lesen. Die Art, wie die beiden sich getroffen haben, war auch mal ein bisschen was anderes an der Stelle. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der zweite Teil wird, ob es ungefähr dasselbe sein wird. Dann habe ich gestern, und ich glaube, es war ein Fehler, ein Hörbuch zu einem Klassiker angefangen und auch direkt durchgehört, und zwar Far From the Madding Crowd. Und das Hörbuch war die gekürzte Version. Das heißt, die gekürzte Version ging 3 Stunden von einem Hörbuch, was normalerweise bis zu 17 Stunden geht. Ich habe kaum was von der Story verstanden, aber ich habe es durch. Ich wollte es halt einfach endlich mal gelesen haben, beziehungsweise halt so ein bisschen, ich war froh, dass ich was Kürzeres gefunden habe. Aber ich glaube, dadurch, dass ich habe kurz davor Azurblau beendet, ich habe davor in The Problem with Dating weitergelesen und ich glaube, das war zu viel Input gestern. Ich habe gestern 4 Bücher beendet. Im Insgesamten. Ich habe noch, bevor Azurblau, habe ich noch Sakamoto Days 9 beendet. Das hätte ich jetzt fast vergessen, das habe ich schon gelesen. Und ich glaube, es war dann zu viel Input, um dann hinterherzukommen. Ich werde mal schauen, ob ich dann nochmal vielleicht irgendwann mir das längere Hörbuch nehme und dann anfange oder doch rein lese, statt das Hörbuch zu hören. Aber das, was ich jetzt so gehört hatte, war jetzt nicht schlecht. Und dann habe ich heute früh The Problem with Dating beendet. Ich liebe dieses Buch. Ich dachte, Brittany würde mich komplett brechen. Da waren so ein paar kleine Sachen in dem Buch, die mich immer wieder ein bisschen angebrochen haben. Aber es kam kein großer Bruch. Und ich weiß nicht, was mit Brittany los ist, dass sie mein Herz nicht bricht. Aber dieses Buch war so gut. Ich liebe dieses Buch. Ich glaube, es ist mein Lieblings-Brittany-Sherry-Buch jetzt. Wenn ich irgendwann sterbe, pack meine ganze Brittany-Collection mit in mein Grab. Das ist der einzige Weg, wie ich wirklich Frieden finde oder so. Ich fand die Chemie zwischen den beiden wirklich richtig, richtig schön. Es war halt ein Grumpy X-Sunshine, Fake-Dating, Enemies to Lovers. Sie hat einfach alle meine Lieblingstropes zusammengefügt. Das Einzige, was ich halt ein bisschen schwierig fand, man hatte so erst den Aufbau, so, die sind so Enemies. Dann wurden sie Friends. War halt in dieser Friends-Zeit, war halt so Grumpy X-Sunshine. Und dann kam dieses Fake-Dating mit dazu, irgendwo in der Mitte des Buches. Und es war halt so quasi dieser Verlauf dann. Die haben zwar immer so stückchenweise gesagt, so, ja, sie fühlen sich nicht so, als wäre das Fake und bla bla bla. Aber ich glaube, die haben nie ordentlich darüber geredet. Kann aber auch sein, dass ich jetzt am Ende, weil ich habe es heute früh um 7 gelesen, irgendwas nicht so wirklich aufgefasst habe. Das kann auch möglich sein. Aber ich habe irgendwann angefangen, in das Buch reinzuschreiben. Ja. Ich habe in das Buch reingeschrieben. Ich musste einfach. Da war irgendeine Stelle, da war ich so, ich muss was dazu irgendwie loswerden und habe dann angefangen, ein Buch zu schreiben. Und jetzt habe ich dann so ein bisschen annotiert und habe öfters in das Buch reingeschrieben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Band 2. Also gibt es neue Bücher, die ich jetzt alle... Also eins habe ich angefangen. Das würde ich gerne jetzt weiterlesen. Eins würde ich als nächstes lesen. Und das andere, was ich hier habe, kommen wir gleich zu. Ich habe, das sieht man glaube ich nicht, ich habe ein bisschen meinen Subwagen wieder so ein bisschen umgeräumt. Jetzt steht hier oben, was ich angefangen habe, auf der Seite und das, was ich als nächstes lesen will. Was ich nie nehme. Aber na gut. Ich habe jetzt Meadowheights wieder reingetan und ausgetauscht. Zu From Now On, was ich auch angefangen habe. Weil From Now On ist jetzt seit knapp einem Jahr auch auf meinem Sub zum ersten. Zweitens, nächstes Mal kommt ja mein Sub-Update-Video. Das heißt, ich möchte ein bisschen was abbauen, was ich jetzt schon in allen 3 Videos gehabt habe oder so. Ich habe das alles getrackt. Ich habe das alles bei mir aufgeschrieben. Sag mal einer, ich bin nicht verrückt. Dachte ich mir vielleicht, ich nehme das mir einfach vor. Mir hatte der Anfang nicht so wirklich zugesagt gehabt. Und ich wollte jetzt gucken, wie verhält sich das in dem weiteren Verlauf. Weil dann kann ich nämlich gucken, ob ich denn noch beide lesen möchte oder nicht. Dann könnte ich, wenn es mir nicht gefällt, den zweiten Teil direkt mit aussortieren. Oder ich habe erstens ein Buch von meinem TBR fertig und zweitens habe ich es endlich gelesen. In Kapitel 3.
Und bei Kapitel 3 hatte ich aufgehört, da habe ich so ein bisschen reingelesen. Ich werde wahrscheinlich gleich auch ein bisschen weiterlesen, bevor ich los muss wahrscheinlich. Deswegen dachte ich mir so, okay, vielleicht ist es ganz klug, vor dem Subvideo vielleicht das noch zu machen, anstatt Meadow Heights. Aber ich kann mir vorstellen, dass Meadow Heights eins der nächsten Bücher ist, die ich mir wieder in die Hand nehme. Sage ich jetzt jedes Mal. Es ist ein kurzes deutsches Buch. Ich bin irgendwie gerade auch mehr im Englischen drin, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass ich danach was Englisches nehmen werde. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall daran ein bisschen sitzen. Dann habe ich hier einmal liegen, immer noch von Kafka, Die Verwandlung. Da war ich halt am Überlegen, vielleicht das heute Abend noch zu lesen. Ich werde es nicht mitnehmen. Das Teil hat 63 Seiten. Das nächste Buch, das ich anfangen möchte, ist Because of You, I Want to Stay. Und zwar könnte ich jetzt extrem viele Sachen eigentlich abbauen, die schon etwas länger hier sind. Aber das Buch ist eigentlich recht kurz. Ich dachte mir, okay, dann schaffe ich das eventuell noch. Sonst war, glaube ich, erstmal nichts. Deswegen würde ich sagen, wir packen die Bücher aus. Eins davon ist auf jeden Fall ein Teil dieser Fantasy-Trilogie. Darüber haben wir einmal schon geredet. Also jedenfalls glaube ich das. Ich weiß meine Vorbestellung für den April nicht. Aber ich kann nicht glauben, dass jetzt schon was aus dem April kommt. Und eins hoffentlich, das Buch von Gabriela Santos de Lima. Oder es sind beide Teile der Trilogie. Und das von Gabriela kommt dann den nächsten Tag an. Ich hoffe, das Buch von Gabriela ist schon mit dabei. Das ist sehr dünn. Und das irritiert mich. Es war dicker, als ich es draußen liegen gesehen habe. Bei Hugendubel, sonst irgendwo. Aber sie lagen auch immer auf einem Stapel. Das wollte ich sagen. Okay, es ist das neue Buch von Gabriela Santos de Lima. Es ist mal was anderes. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es sein wird. Und dann haben wir wahrscheinlich, das ist etwas dicker. Ich gehe davon aus, das wird das Fantasy-Buch sein. Ich weiß nicht, was sonst ankommen soll. Und zwar ist es einmal Seven Hells Grün, das Feuer. Das ist der erste Teil. Zum Glück, der zweite Teil ist nämlich blau. Das hatte ich, während ich versucht habe, euch The Serpent and the Wings of Night zu zeigen, bevor es hier ankam. Habe ich das gefunden und dann habe ich gesehen, bei Graf ist eine Signieraktion drin und dann habe ich das einfach mal kurzerhand bestellt. Mal schauen, wann ich dazu komme, das zu lesen. Sonst habe ich nichts zu sagen. Morgen ist schon Sonntag, also gibt es da mein Fazit. Yo, da sind wir wieder. Es ist Sonntag, 17.53 Uhr. Die Zeitumstellung kickt auf jeden Fall rein, weil ich habe das meist, wenn die Zeitung gestellt wird, dass ich komme da einfach mit nicht zurecht. Ich dachte auch schon, es ist irgendwie so 15 Uhr, dann gucke ich auf die Uhr, ich so, oh, es ist ja fast schon 18 Uhr. Ich habe gerade noch ein Buch beendet. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal 3 Bücher beendet. Ich habe in From Now On nicht weitergelesen. Deswegen daran würde ich mich entweder noch ein bisschen heute Abend setzen, ansonsten nächste Woche endlich damit anfangen, weil ich würde gerne direkt noch ein Buch anfangen. Ob ich das jetzt auch noch heute direkt durchrushe, weiß ich noch nicht. Ich habe heute 2 Bücher und gestern noch 1 beendet. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich vergesse jetzt irgendwas. Wie gesagt, von nun an würde ich mich nächste Woche daran setzen, so ein bisschen reinzulesen. Ich weiß nämlich nicht, ob es wirklich das Buch sein sollte, was ich mir rauspicke, was ich jetzt wirklich weiterlesen sollte. Ich wollte das jetzt wirklich mehr für mein Subvideo machen, dass ich das nicht schon wieder habe, weil From Now On und Until Forever sind die einzigen beiden Bücher aus dem ersten Video, also dem ersten Subvideo letztes Jahr im April, die ich noch auf meinem Sub habe von diesem Video. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, mein Subvideo nicht jetzt im April zu machen, weil der Großteil von Büchern würde ich zum zweiten, dritten, da sogar schon zum vierten Mal zeigen. Und dadurch, dass ich mich ja wirklich stark darauf fokussiert habe, meine Neuzugänge von diesem Jahr abzubauen, damit sie halt nicht so lange auf meinem Sub verweilen, habe ich nicht wirklich viel, was ich zeigen kann. Und ich glaube, es wird sogar noch weniger, bis ich das Video wirklich hochlade. Ich schneide es ja mal raus. Deswegen dachte ich mir, ich mache ein Update, wie mein Sub aussieht, wenn ich finally aus meinem Kaufverbot raus bin. Ich setze mich jetzt mehr an Büchern, die ich schon länger auf meinem Sub habe, als die neuen Bücher, die ich bekommen habe. Versuche das aber so ein bisschen auszubalancieren. Sollte ich jetzt heute Abend noch was beenden? Ich gehe nicht davon aus, ich werde jetzt erstmal eine kleine Pause nehmen, meinen Vlog fertig schneiden. Dann seht ihr das am Samstag in meinem Lesemonat, weil der einfach früher online kommt als der nächste Vlog. Was habe ich denn jetzt noch beendet? Einmal natürlich, ich habe geguckt, es war sogar kürzer. Ich dachte, es ist ein bisschen länger. Aber ich habe mich ja auch gewundert, dass das Buch so dünn ist. Und das Hörbuch dazu war noch kürzer. Deswegen habe ich das Hörbuch angefangen und dementsprechend habe ich es einfach durchgerusht nach der Arbeit. That girl. Ich fand die Message von dem Buch eigentlich sehr angenehm zu lesen. Auch die Thematik drumherum.
Ich glaube nur, dass dadurch, dass es eben genau diese Richtung war, anstatt das, was sie sonst immer so schreibt, hat es weniger diesen Vibe gehabt von das, was ich an ihren Büchern so liebe. Aber ich fand das Buch überhaupt nicht schlecht. Ich brauchte halt so ein bisschen, um mich damit anzufreunden. Aber wenn sie jetzt nochmal sowas schreiben würde, würde ich es auf jeden Fall lesen. Ist jetzt keins der Bücher von ihr, wo ich sagen würde, hier, lest es. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Also lest euch einmal den Klappentext durch. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn ich das so reinhalte, weil jetzt hat man das nicht erkannt. Lest euch den Klappentext durch, schaut, ob es euch gefällt. Wenn es euch anspricht, dann lest es. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, ob es viel für euch wäre. Ich habe selber den Klappentext nicht gelesen, ich weiß gar nicht, was da drin steht. Aber es geht halt wirklich nicht um Romance. Es ist zwar so ein Subplot-Romance-Ding, der Fokus liegt schon auf was anderes. Dann habe ich heute Morgen mit Because of You, I Want to Stay angefangen und habe es direkt durchgerusht. Habe ich ja auch gesagt, das ist eher was Kürzeres. Es hat mich sogar überrascht, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, boah, vielleicht war es dumm, das vorzubestellen, weil vielleicht hätte ich mir das Geld erstmal sparen können, weil ich kenne die Autorin nicht, ich weiß nicht, wie es werden wird. Ja, es klingt interessant, aber was ist, wenn mir das nicht gefällt? Ich habe es geliebt. Also dadurch, dass es so kurz ist, fand ich das nicht wirklich viel unnötig in die Länge gezogen oder sonst irgendwie in der Richtung. Es war ein sehr typisches Romance. Also es war jetzt nichts Neues. Es ist eine Boss-Angestellten-Geschichte. Ganz am Anfang lernen die sich kennen und sie weiß nicht, dass die danach zusammenarbeiten werden. Ich mochte die ganze Atmosphäre von dem Buch sehr gerne. Das Ende war sehr typisch. Das ganze Buch war, wie gesagt, nichts, was man nicht schon gelesen hat. Aber ich fand es wirklich sehr, sehr angenehm und habe nichts persönlich an dem Buch auszusetzen, wo ich sage, boah, das wäre so schlecht. Es war gut. Vielleicht ein bisschen vorhersehbar, dadurch, dass es nichts Neues ist, aber habe ich auch schon so oft gesagt, ich glaube, man kann gar nicht viel Neues entwickeln. Und das Buch, was ich gerade beendet habe, war sehr spontan. Eigentlich dachte ich mir, vielleicht ist es klug, gerade weil ich habe so irgendwie diesen Mut. Ich habe ja noch das Debüt von Gabriela Santos de Lima da, Why This in New York, das anzufangen. Ich wollte eigentlich nicht so ein langes Buch anfangen, weil das hat auch knapp 500 Seiten. Habe ich die ganze Zeit überlegt. Was kann ich denn machen? Okay, ich muss ja nicht unbedingt noch ein Buch beenden. Ich nehme einfach irgendwas oder ich höre halt rein, ich lese rein, was weiß ich. Und dann habe ich habe halt so ein bisschen, deswegen habe ich meinen Subbahn gerade geholt, da so ein bisschen rumgewerkelt und ein paar Sachen wieder nach oben gepaart, bla 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 bla. Und dann stand Oyogo Memories vorne und ich war so, komm, ich nehme das und jetzt habe ich es halt durch. Der Teil hat mir auf jeden Fall viel, 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 viel besser gefallen als der letzte Teil von der Berlin Nights Reihe. Das war ja der Grund, wieso ich mich da nicht so ganz rangetraut habe, weil mir der überhaupt nicht gefallen hat. Ich hatte den in meinem Flop-Video von letzten Jahr. Und ja, ihre anderen beiden Bücher mochte ich aber eigentlich recht gerne. Deswegen war ich sehr gespannt, was hier so abgeht. Der zweite Teil kam an meinem Geburtstag raus. Also er ist schon eine Weile draußen. Ich habe ihn mir aber noch nicht vorbestellt, weil ich erstmal gucken wollte, wie gefällt mir das überhaupt. Und dann bin ich in mein Kaufverbot. Das heißt, ich kann mir jetzt nicht den zweiten Teil kaufen. Ich bin jetzt nicht so, oh mein Gott, ich muss den zweiten Teil lesen. Aber ich kann mir vorstellen, sobald ich aus meinem Kaufverbot raus bin, dass eins der ersten Bücher, die ich kaufen werde, der zweite Teil hiervon sein sollte. Es war wieder angenehm geschrieben. Ich fand es ein bisschen anstrengend, weil die Protagonistin, ich weiß gar nicht jetzt, wie alt sie war. Also beide kamen so jung rüber. Ich glaube aber, sie sind auch nicht wirklich alt, weil die Protagonistin wollte auf jeden Fall jetzt ans College, weil ich habe es auf jeden Fall jetzt nicht mehr im Kopf. Das sind ja so Sachen, die ich mir jetzt nicht so krass merke. Ich mochte den Aufbau der Geschichte wirklich gerne, vor allem, dass immer so Zeitrücksprünge waren und die Zeitrücksprünge waren immer aus seiner Sicht geschrieben. Die Gegenwart aus ihrer Sicht. Fand ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Aufbau. Ich denke, der nächste Teil wird wieder aus beiden Sichten sein, aber halt dadurch, dass die ganze Geschichte von damals jetzt erzählt wurde, würde ich jetzt mal behaupten, wird es dann beide Sichten aus der Gegenwart sein oder so? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe den zweiten Teil nicht hier. Wahrscheinlich das letzte Buch für diesen Monat, was ich beendet habe. Wer weiß, was ich jetzt noch durchwasche. Ich habe ein bisschen rumgeguckt. Und ich war so, was ist denn noch so offen von den letzten Subvideos, weil ich das ja ein bisschen abbauen möchte. Und viele Bücher, wie jetzt zum Beispiel, ich habe ja immer diese Frontseite jetzt hier. Und deswegen, ich habe zwar hier oben die Bücher stehen, die ich jetzt nächstes lesen möchte, gucke mir aber die natürlich hier unten auch an. Ja, das sind die, wo ich immer drauf blicke und überlege, nehme ich mir jetzt davon was? Die dahinter habe ich sogar schon teilweise vergessen, was da überhaupt steht.
Also ich weiß, dass da jetzt großteils die Addicted 3 steht, weil ich unten nur noch 3 Bücher stehen habe. Deswegen habe ich mir meine Liste angeguckt und ich war jetzt am Überlegen, vielleicht was Fantasy-mäßiges anzufangen. Ich war am Überlegen, Light and Flame, weil es ein dickes Buch ist und ich dann wieder aufrücken kann. Ich war auch am Überlegen, mal wieder so Dark Romance-mäßig was zu lesen. Und ich habe bloß was Englisches anzufangen. Deswegen ist mir irgendwie ins Auge gestochen, das wird das Oblivion. Ich hatte es immer falsch rum gesagt. Ich habe immer Oblivion gesagt. Also das V und das L vertausche ich immer ganz gerne. Also falls ich das jetzt in der nächsten Zeit, sollte ich es morgen nicht schon beendet haben, bevor ich den Vlog anfange, sollte ich irgendwo das mal wieder so ein bisschen falsch aussprechen, dann liegt es daran, ich merke mir das nicht ordentlich. Ich möchte es zumindest heute anfangen. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass ich jetzt einfach mich hinsetze, Vlog schneide und einfach raus fürs Lesen bin. Aber ich würde es gerne anfangen, bevor ich morgen so bin, okay, nee, ich nehme was anderes. Ich kann mir vorstellen, dass ich nächste Woche nicht so ganz motiviert sein werde. Ich hoffe aber, dass ich die nächsten Tage noch diesen Mut beibehalte, was zu beenden. Also Montag und Dienstag, was alles nächste Woche ansteht, rede ich aber mit euch wieder im nächsten Vlog. Ich kann den Vlog hier an der Stelle beenden. Wenn euch der Vlog gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. In die Kommentare könnt ihr mir gerne Feedback schreiben, wie viele Bücher ihr so diesen Monat beendet habt. Das könnt ihr mir aber auch in meinen Lesemonat dann reinschreiben. Ich werde es wieder sagen. Wenn ihr nichts verpassen wollt von dem ganzen Chaos, den ich gerade gelabert habe, wenn ich ihn drin gelassen habe, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Wenn ihr nicht genug von mir bekommen könnt und immer up to date bleiben wollt, wann, wie, was, wo, dann schaut gerne auf mein Instagram vorbei. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung zu jeglichen Social Media. Dann sehen wir uns am Mittwoch zu meinem Monthly Reset weiter, wo ich ein bisschen über ein paar Sachen geredet habe, die jetzt auch die nächsten Vlogs anstehen werden. Aber falls euch das nicht so ganz interessieren sollte, dann sehen wir uns hoffentlich allerspätestens am Sonntag zu meinem Lesemonat wieder. Und bis dahin, tschüss!